Ich begrüße dich zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute geht's um die Hühner. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt und ganz am Schluss sehen wir uns nochmals. Thank you.
Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Das war nun mein letztes Ostervideo für dieses Jahr. Der Abschluss machen die Hühner. Ich finde es eine süße Idee, auch mal was anderes als immer nur Osterhasen. Und ich habe sie ja zuerst dunkelgrün angemalt. Das war mir dann zu dunkel. Und daher bin ich dann mit einer stark verdünnten Acrylfarbe nochmals drüber. Und finde sie jetzt so wesentlich schöner. Du kannst dich farblich natürlich austoben. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst auf der Seite auch noch Federn anbringen für die Flügel. Das sieht sicher auch sehr süß aus. Ich habe sie jetzt sehr puristisch belassen. Und drei davon sind schon weg. Die zwei, die ich hier noch habe, die werden in den Shop gehen. Das wird aber nicht mehr für Ostern reichen zum Versenden, denke ich mal. Das wären nun die Hühner. Ich habe letztes Jahr habe ich ja noch diesen Hasen hier gemacht. Wenn du wissen willst, wie dieser Hase geht, das verlinke ich dir. Da kannst du das Video anschauen. Da ist auch ein bisschen eine andere Technik vom Bemalen her. Also die sind auch immer ganz süß. Dann zu der Verlosung von vorletzter Woche. Da ging es ja um dieses Pulpbuch.
da hat sich die Gewinnerin, die letzte Gewinnerin, nicht gemeldet. Daher hast du heute die Chance, dieses Buch zu gewinnen. Es ist ein Unikat. Die allerletzte Seite ist einfach verkehrt eingefügt. Ansonsten ist alles in Ordnung mit diesem Buch. Hier hast du alle Grundlagen über Pulp drin, du hast Rezepte drin, du hast 10 Ideen, damit du wirklich mal von allen Arten üben kannst, wie sich die Pulp verhält. Du darfst mir in den Kommentar Huhn reinschreiben und dann suche ich jemanden aus und dann kommt das Buch zu dir. Ich schreibe bei dir dann in den Kommentar rein, dass du mit mir Kontakt aufnehmen sollst. Und dann werde ich dir dieses Buch zukommen lassen. Ich hatte ja noch ein Buch, das auf der falschen Seite gebunden wurde. Und ich hatte ja die Idee, eventuell ist es was für Linkshänder. Und ich habe ein Feedback bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und scheinbar macht es wirklich Sinn für Linkshänder, dass es einfacher ist zum Blättern, wenn es auf der falschen Seite gebunden ist. Also vielleicht ist es sogar was, was ich aufgreife, weil es gibt keine Bücher für Linkshänder, soviel ich weiß. Okay, das wäre alles für heute. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Ich weiß noch nicht, was ich zeigen werde. Aber wenn du Anregungen hast, einen Wunsch oder eine Idee, dann schreib mir das unten in den Kommentar rein. Dann greife ich das sehr gern auf und zeige was darüber. In diesem Sinne, bleib kreativ, umarm deine Liebste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und abonnieren nicht vergessen. Danke vielmals. Tschüss.